Wir priorisieren das recht hoch, und zwar nicht nur in der Nationalmannschaft. Ich glaube, die Belastung, die ein Athlet heutzutage hat, mit nahezu 100 Spielen, viel Reisen, kurze Erholungswege etc., ist eigentlich das Benzin. Das ist eigentlich mit dem, wo du den Motor laufen lässt. Und je mehr Energie und gezieltere Energiezufuhr hast, umso grösser ist das Potenzial, um die Leistung abzurufen. Ich glaube, die Basis von guter Performance ist sicher die Langfristigkeit. Das heisst, wir gehen nicht nur in ein Turnier und versuchen es zu optimieren, sondern bereits in der Vorbereitung. Das Gleiche ist mit der Flüssigkeitszufuhr. Du musst vorhydrieren, um nicht dehydrieren etc. Also darum versuchen wir wirklich eigentlich während dem ganzen Jahr schon den Aufbau zu machen. Mit dem Produkt, aber auch mit der Sensibilisierung für unsere Athleten, damit sie nachher wissen, wie sie auf den Punkt X gut vorbereitet sind. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man den Prozess schnell einläutet und sofort wieder gute Kohlenhydrate zu sich nimmt und so weiter, auch schon wieder vorhydriert etc. Und für das haben wir eigentlich wirklich eine super Basis mit unserem, Achtung Wortspiele, Sponsor, wo uns nicht nur die Top-Produkte zur Verfügung stellt, sondern sie beraten uns wirklich schon auf eine Kampagne recht früh und geben uns auch jedes Jahr wieder die Update, wo wir noch Sachen wieder adaptieren und verbessern gegenüber der Vorsaison zum Beispiel. Ganz ehrlich, die Palette ist so gross und das hat sich schon zu meiner Zeit, zu jetzt, in so kurzer Zeit wieder so weiterentwickelt. Ich könnte nicht mal die ganze Palette aufzählen. Da hat es jenste Spurenelemente, jenste Salz, da hat es Sachen, wo man wirklich explizit einen Spieler kann, fast individuell eigentlich auf seinen Verbrauch sein Ernährungsergänzungsprogramm komplementieren. Und das ist ja jeden eigentlich sehr individuell. Also das geht so ins Detail rein. Das bräuchte man wahrscheinlich fast eine Stunde, um das zu erklären. Ich glaube, in dem liegt vor allem auch die Stärke jetzt gerade von unserem Partner, dass sie nicht einfach Produkte, wie ich gesagt habe, zur Verfügung stellen, sondern sie beraten einen und tun es dann gerade auch noch auf jeden Spielertyp gemäss Analyse, was er braucht und welche Zufuhr das er braucht, das auch individuell parat machen. Genau die gleichen Attribute wie wir, etwas mit Leidenschaft machen, das machen sie, die leben das. Das Know-how zu teilen und miteinander sich weiterzuentwickeln, ist nichts anderes, als was wir eigentlich genau auch bei unserem Team und im Staff machen. Und das matcht recht gut. Und zusammen wollen etwas entwickeln, um an die Spitze zu kommen, das macht es aus. Also es ist wirklich ein Gehen und ein Nehmen. Und es ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Partnerschaft. Ich glaube, das Zusammenspiel, darum sind wir ein Teamsportart. Ich glaube, die Balance zwischen wirklich unbändigem Willen, Leidenschaft und das in der Gruppe wollen, umzusetzen und zu erleben, habe ich das Gefühl, ist der grösste Impact für Erfolg zu haben als Mannschaft. Definitiv mehr jetzt. Ich finde, ja, wenn du spielst, hast du einen Einfluss und einen Impact und du kannst selber einen Einfluss nehmen aufs Spiel. Jetzt bist du einfach wirklich oben auf der Tribüne schaust zu und bist dem ausgesetzt. Aber wir haben die beste Crew, die besten Trainer und Top-Spieler. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Prozess, um auch da wieder ein bisschen, ruhiger zu werden. Aber ich glaube, wenn die Nervosität mal nicht mehr rum ist, dann bist du glaube ich, mit zu wenig Leidenschaft dabei. Ich würde zwei Tipps geben. Das erste ist, alles aus vollster Leidenschaft, Überzeugung und mit unglaublich viel Willen zu machen. Aber ich glaube auch ganz wichtig, dass man sich selber bleibt. Mit individuellen Stärken und Schwächen schaffst du es an die Spitze. Etwas wollen zu fest kopieren oder etwas wollen mimen, wo man nicht ist, ist nicht authentisch. Und so ist es genau auch im Sport. Die Spieler, die es an die Weltspitze schaffen, die schaffen es mit sehr viel Authentizität. Ich würde vieles, glaube ich, gleich machen. Ich würde einfach vom heutigen Know-how profitieren. Das Ganze drumherum, Beratung und Skills und Coaches, ist heute einfach nochmal auf einem höheren Level, Sportwissenschaft etc. Insofern würde ich, glaube ich, eher bewusster das Gleiche nochmal machen, weil viele Sachen habe ich früher als negativ
gewertet und merke heute aber eigentlich, dass das sehr positive Aspekte gewesen sind. Eben sehr ehrgeizig gewesen, ungeduldig. Das sind Attribute gewesen, die man früher als negativ hatte. Heute muss ich sagen, dank denen kommst du an die Spitze. Wow, ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, ich würde mich für die ganze Schweizer Hockey-Community so extrem gleich freuen wie für die Mannschaft und für mich selber auch. Der Weg ist das Ziel. Das macht man, um etwas zu erreichen und wissen, man hat die Überzeugung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und sobald du es hast, wirst du es ja nachher auf die Seite tun, wieder, weil du das Nächste willst. Das ist der Weg. Aber ich glaube, zu beobachten, dass die Schweiz einen Erfolg hat, den sie teilen kann, das ist, glaube ich, das Grösste und gar nicht unbedingt das irgendwie nur selber auskosten wollen.